Liebe Leser des Öffentlichen, Freunde und Pendler, auf diesem Video, das am Dienstagmorgen entstanden ist, sehen wir den zurzeit entstehenden Lärmschutz an der B41 bei Bad Böckelheim. Auf 1300 Metern Streckenlänge und an vier verschiedenen Stellen investiert der Landesbetrieb Mobilität Bad Kreuznach bis Herbst 2,1 Millionen Euro. Geld, das in die Gesundheit und Lebensqualität der B41-Anwohner fließt. Zur Gestaltung. Heute, anders als in den 60er Jahren, nimmt man nicht mehr einfache Betonwände, sondern man nimmt Naturmaterialien wie Holz, Glas und Steine, die den Lärm absorbieren und damit das Dorf schützen. Und das ist auch nötig, denn, das sagen aktuelle Zahlen, am Tag passieren diese Stelle der Bundesstraße 18.000 Fahrzeuge, darunter eben nicht nur Personenwagen, sondern auch Schwerlastverkehr. Kurios übrigens, auf der anderen Seite des Dorfs, hoch oben im Neubaugebiet Stoll, ist der Verkehr der B41 deutlich zu hören. Dort oben klingt es, als wohnten die Anwohner direkt an der Bundesstraße.